Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde jetzt von der Regierungsfraktion, auch von Seiten der Regierung, uns sehr emotional zum Teil, sehr zum Teil fachlich dargestellt, dass Sie alle den Wald sehr lieben und ihn schätzen. Und ehrlich gesagt, da ich Sie auch alle menschlich kenne und Sie auch schätze, nehme ich Ihnen das auch alles ab. Ich frage mich halt nur, warum Sie hier gesetzgeberisch anders handeln, meine sehr geehrten Damen und Herren, an der Stelle. Eins lässt sich doch nicht hier wegdiskutieren. Sie erhöhen die Fläche gegenüber dem, was der Bund uns aufgelegt hat. Wir haben eine Vorgabe von 1,8% und Sie erhöhen die auf 2%. Und es ist klar, dass man hiermit ganz neue und andere Flächenkonflikte angeht. Und das in einem Bundesland, wo wir die stärkste Besiedlung haben, wo wir den höchsten Waldanteil, sogar den höchsten Waldanteil haben und mit auch die besten Wälder, da sind wir immer ganz stolz drauf, und wo wir nachweislich die größten Flächenkonflikte haben durch unsere starke Industrie, durch die Siedlungspolitik, die wir haben, weil der Saarländer halt mal zum Eigenheim tendiert und auch dadurch, dass wir hier jetzt genau das machen, was Sie vorgeben, nämlich mehr Flächen für Klimaschutz ausweisen. Und diese Konflikte können wir nicht einfach lösen. Ich denke, das ist ein hausgemachtes Problem und es wird dazu führen, dass wir am Ende mehr in die Wälder reingehen müssen mit den Windenergieanlagen, und das ist das, wo wir unsere Sorgen dagegen ausdrücken. Frau Ministerin, Sie haben ja auch nochmal die Klimawandelauswirkungen geschildert, wie dramatisch die sind. Und das sehen wir genauso. Wir sehen das genauso in den Konsequenzen. Nur ich habe es eben erläutert, leider geht niemand von Ihnen darauf ein. Ich werde es immer wieder hier sagen an dieser Stelle, die Windräder, die hier gebaut werden, werden einfach woanders nicht gebaut, weil es diesen festen Plan des Zertifikathandels gibt mit dem Cap and Trade, wo der Handel immer wieder reduziert wird. Und da wird man nicht mehr erreichen können als das, was eh vorgesehen ist an dieser Stelle. Und dann muss man sich fragen, wenn wir doch diese kritischen Flächen haben, wenn wir die Waldflächen haben, sehe ich einfach so, dass diese Windräder effizienter und besser im märkischen Sand stehen würden als in unseren kostbaren Wäldern. Das ist unsere Position und deswegen kritisieren wir Ihr Vorgehen bei diesem Gesetz. Und ich schätze, dass, ich glaube, Frau Kollegin Fretter hat es ja auch gesagt, ich möchte es auch noch betonen, dass Sie diese Schutzeinrichtung machen, dass Sie es genau prüfen lassen, woran gehen wird. Aber wir hatten im alten Waldgesetz eine Vorgabe und die war halt einfach schlagend und das ist die Erschlossenheit der Gebiete. Und das war eine sehr klare Vorgabe, weil die Sorge, die ich habe, und das habe ich oft beobachtet, was hier für Schneisen in den Wald hineingeschlagen werden, die nie wieder so rekultiviert werden. Es geht nicht um die reine Standfläche, es geht um die maximalen Schneisen, um die Standorte zu erreichen, natürlich um diese riesen Kräne aufzustellen, Stellen, wo der Boden auf Dauer verdichtet wird, geschottert wird, und dagegen wird man hier schwer Auswirkungen treffen. Und ehrlich gesagt, das ist der letzte Punkt, den ich bringen möchte noch, diese Ausgleichsflächen, die genannt werden, ich weiß gar nicht, was mir lieber sein soll, ob man dafür zahlt oder ob man wirklich die Ausgleichsflächen schafft. Schauen Sie sich diese Ausgleichsflächen zum Teil mal nach 4, 5, 10 Jahren an, wie die aussehen. Da ist nicht der Wald, den man bisher vorher abgeholzt hat, dafür entstanden. Oft werden sie vernachlässigt, weil sie eben dann nicht in die Hoheit des Saarforsts übergehen. Und das ist dann wirklich ein Drama. Und da kann ich nur sagen, da müssen wir aufpassen, da müssen wir viel besser drauf schauen, wie das passiert, weil sonst haben wir hier wirklich wertvolle ökologische Flächen zerstört, aber wir haben wenig Ausgleichsfläche, die tatsächlich diesen Ausgleich bringen. Nochmal, unsere Argumente sind daher schlagend, deswegen werden wir das Gesetz in der Form ablehnen. Nicht, weil wir gegen Klimaschutz sind, ganz im Gegenteil. Gerade für das Mikroklima sind unsere Wälder unheimlich wichtig, als Freilaufstein ist etc., dass man hier die Klimawandel auch lokal bekämpft und die Auswirkungen. Und deswegen wollen wir diesem Gesetz hier nicht zustimmen. Vielen Dank.